sich ja auch immer wieder vom Typ. Und dann braucht man ein bisschen eine Anpassung vielleicht. Und auch von den Jahreszeiten. Okay, ja. Können wir gerne machen. Natürlich. Ich freue mich drauf. Und zwar habe ich schon einige Sachen hier mitgebracht. Und dann schauen wir einfach mal, was dich anspricht, was zu deinem Hauttyp so passt. Okay. Gut. Okay. Nicht erschrecken. Das ist alles Rouge und Puder, Concealer und sowas. Wir gucken mal, was zu dir passt am besten. Was ist. Okay. Mache ich jetzt einfach mal. Okay. Teilen wir das mal. Ja, nein. Ist ein bisschen zu dunkel. Aber ich habe hier diesen Cover Stick. Der sieht schon etwas besser aus. Allround Cover Stick. Probieren wir mal das in der Farbe Nude. Probieren wir ihn mal aus. Ich mache das einfach mal nebendran. Danach müssen wir dich natürlich abschminken.
Schwämmchen. Und das ist ganz komisch hier. Das ist wie so ein Schwamm. Feucht. Und wenn man drauf drückt, kommt das Make-up raus. Ich mache dir mal drauf. Schauen wir mal. Ah nee, du, das ist immer noch zu dunkel. Ich guck mal, ob dieses Toffee zu dir passt. Sieht mir schon etwas heller aus. Okay. Ich mache einfach mal mit dem Finger. Ja. Exactly. Merken wir uns das mal. Obwohl, komisch, habe ich eigentlich erwartet, dass es auch ein bisschen dunkler ist, aber passt zu dir. Seitig zartes Oil Control Puder mit Anti-Shine-Effekt verleiht dem Teint ein perfekt mattes Aussehen. Aber damit hast du keine Probleme, glaube ich. Weißt du was, wir probieren mal noch so einen etwas dunkleren. Das ist so ein Sunglow, aber ich finde, der ist nicht wirklich so dunkel. Wir gucken mal, was am besten ist. Okay, nee, der erste war besser, ja. Schon mal rausgefunden bei der Haut. Also Toffee, haben wir gesagt. Und dann das da, was ist das für eine Farbe überhaupt? Ja, 20 steht nicht da, aber das ist relativ hell. Und beim Concealer haben wir den hier. Ich werde
Grünliche, dann hier das Pinke oder das da, das ist so, das ist ein Mischmasch aus drei Farben und das liegt irgendwo dazwischen, glaube ich. Und ich glaube, ich würde mal das probieren bei dir. Ich es mir gedacht habe. Das riecht doch voll geil. Shimmer Rouge, Secret Rose heißt es. Gut. Ich muss mal kurz was trinken. Okay. Jetzt gucken wir mal, was für ein Lippenstift zu dir jetzt passt. Also, ich glaube, zu dir passen jetzt helle so Erdtöne oder Brauntöne. Versuchen wir mal den. Der ist ganz hell, so wie Hautfarbe. Urban Safari. Okay, ich trage die ihn dir mal auf die Unterlippe auf. Also der dunklere gefällt mir besser. Ja. Passt auch besser zu deinen Augen. Also, Kaffee Olé ist deine Farbe. Aber ich versuche nochmal was drüber zu machen. Und zwar diesen Luxury Lips Intense Care Gloss. Nochmal aus Spaß an der Freude was Rotes probieren. Ja. Okay, warte. Jetzt kriege ich natürlich ja nichts Rot. Ah, doch. Da. The Wizard of. Ja, bla bla. Okay.
Schminksachen kaufen.